So, hallo, heute bin ich mit euch auf dem Ottmarsheimer Friedhof und möchte euch einmal dieses schöne Grab mal zeigen. Das steht unter Denkmalschutz. Es ist das Grab der Familie des Adlerwirts und Gutsbesitzers Christian Friedrich Herrmann. Der hat gelebt von 1825 bis 1891 und seine rege Tätigkeit hat Ottmarsheim den Namen Klein-Hohenheim eingebracht. In der Beschreibung von Württemberg von 1865 wird der Adlerwirt Christian Friedrich Herrmann mehrfach erwähnt. In dreizelliger Einteilung mit vollständig angeblümter Brache wird die Landwirtschaft im Allgemeinen und namentlich derzeit von Adlerwirt Herrmann mit vielem Eifer unter Anwendung verbesserter Ackergeräte betrieben. Er hat also schon schwärzsche Pflüge, Sämaschinen und Walzen verwendet. Zur Verbesserung des Bodens kommt neben dem gewöhnlichen Dünger, welcher wie die Gülle in zweckmäßig angelegten Düngerstätten gesammelt wird, auch Guano, Knochenmehl und für den ausgedehnten Kleebau Gips in Anwendung. Zum Anbau kommen die gewöhnlichen Halmfrüchte, Futterkräuter, namentlich sehr viel Luzerne, Kartoffeln, Ackerbohnen, Zuckerrüben, Reps, Mohn, Tabak, Flachs und Hanf. Der Weinbau wurde etwa 1825 ganz aufgegeben in Ottmarsheim. Aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat man wieder angefangen, Weinbau an südlichen Abhängen einzuführen. Und damals wurden etwa 10 Morgen Weinberge auf Hessigheimer und Mundelsheimer Markung bewirtschaftet. Die häufigsten Sorten waren Trollinger, Elblinge, Gutedel und Silvaner. Wir wissen allerdings schon, dass der Adlerwirt nicht nur die Pfahlerziehung gemacht hat, wie die meisten anderen, sondern er hat schon die ersten Drahtanlagen entwickelt. Und Drahtanlagen nicht nur für den Wein, sondern auch für den Hopfen. Ottmarsheim war bekannt für den Hopfenbau. Im Handbuch des Hopfenbaus, das 1887 in Stuttgart erschienen ist, heißt es, von niederen Drahtanlagen verdienen besonders die sturmsicheren Anlagen von Herrmann in Ottmarsheim bei Besigheim genannt zu werden. Die Chronik der württembergischen Jahrbücher für Statistik und Landeskunde erwähnt ihn 1891 als um die Hebung der württembergischen Landwirtschaft durch Wort, Schrift und Beispiel wohl verdient. Er hatte nur die Volksschule besucht, dann ist sein Vater schon früh verstorben und er musste ganz jung schon diese ganze Landwirtschaft übernehmen. Denn Adlerwirt, das war ja eigentlich nur ein Zweig seiner Tätigkeiten. Vor allem die Landwirtschaft, um die ganzen Produkte zu erzeugen, da hat er sich sehr verdient gemacht. Ne? Durch rastlose Selbstschulung, heißt es hier, in mehr als einer Beziehung zum weithin und viel beachteten Meister und Lehrer seines Berufs zu werden. Er hat mit seinem Nachbarn Ehrenfeld, einem sehr tüchtigen Schmied, bei der Anfertigung zweckmäßiger landwirtschaftlicher Geräte aller Art sehr gut zusammengearbeitet und quasi die Sachen miteinander entwickelt. Der überaus fortschrittliche Landwirt Christian Friedrich Herrmann wollte seine Erkenntnisse nicht für sich allein behalten, sondern hielt gerne Fachvorträge vor interessiertem Publikum. Im Württembergischen Wochenblatt für Landwirtschaft erschien beispielsweise der Aufsatz über Weizenbau. Und 1885 findet sich eine Empfehlung für die Lektüre von Herrmanns Buch über den Hopfenbau. Da war es nur natürlich, dass Christian Friedrich Herrmann auch verschiedentlich geehrt wurde. Bei der Allgemeinen Pariser Ausstellung 1867 erhielt er sogar eine goldene Medaille für den ausgestellten Wein, eine Auszeichnung zweiter Klasse des Württembergischen Obstbauvereins, ein Diplom des Württembergischen Bienenzüchterlandesvereins und 1870 die silberne landwirtschaftliche Medaille der Württembergischen Zentralstelle für die Landwirtschaft. Und jetzt, wo die UNESCO die deutsche Friedhofskultur als immaterielles Kulturerbe anerkannt hat, ist so ein denkmalgeschütztes Grabmal natürlich noch mal schöner zu haben. Tschüss! Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.